Und Switch Character, da nehme ich Super Meat Boy. Hey Meat Boy, mach mal die Arbeit. Weil schon wieder Arbeit. Ja, Meat Boy. Ich mag aber nicht arbeiten, ich will Hartz IV. Meat Boy, du bist ein Superheld und keine Rotzlöffel. Ich will Hartz IV. Meat Boy, arbeit nicht, Hartz IV beantragen. Ich will aber Hartz IV. Ey, Meat Boy. Vielleicht schmeiß dich aus dem Fenster. Und wenn du dort bist, kriegst du auch kein Hartz IV. Ich will arbeiten. Guter Meat Boy. Genauso wollen wir uns von dir hören. Seid kein Hartz IV Empfänger. Ich will Hartz IV. Meat Boy! Ich sagte, kein Hartz IV! Ich will aber Hartz IV. Ja. Es gibt ja Leute, die extra nicht arbeiten gehen, weil sie zu faul sind. Stellt euch das vor. Was die für einen langweiligen Alltag haben müssen. Boah. Ich glaube, ich habe schon mal über Hartz IV geredet. Ja, das habe ich. Great A Plus! Super Great A Plus Meat Boy! Und ein arbeitender Meat Boy. So. Ah, ich hab grad was gefunden. Was sag mal? Sterben. Ah, das ist gleich von ganz unten. Ja, das ist ja einfach. Da ist es jetzt mies gemacht. Ei, Jomena. Wieso sag ich Jomena? Das Wort hat keine Bedeutung. Das sage ich mir jedes Mal, wenn ich mich aufrege. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Ja. Ei, Jomena. Oh, come on. Meat Boy. Viele von euch fragen sich bestimmt, wieso vier pausiert. Also für vier habe ich echt keine Zeit. Ich konzentriere mich jetzt erst auf ein Projekt. Und ein anderes Projekt mache ich jetzt nur noch am Wochenende. Und das wäre jetzt zum Beispiel vier. Weil vier ist, soweit ich weiß, schon bei mir fast am Ende. Und ja, dann lohnt es sich doch da nicht noch immer es aufzunehmen. So lange. Und Shooter habe ich momentan auch keine Lust. Und ja, ich nehme ja Spiel auf. Wo ich Lust habe dazu. Und weil wenn ich Lust habe, rede ich auch immer mehr, kann euch unterhalten, kann euch ein bisschen was erzählen vom Spiel. Okay, beim Super Meat Boy geht es jetzt nicht so. Wisst ihr was? Salzmenge! Ja, da kann ich von Super Meat Boy jetzt irgendetwas erzählen und so. Wartet kurz. Entschuldigung. Aber wieso muten das so viele Let's Player? Das ist das. Und bei Let's Play geht es doch eigentlich nicht darum, dass man spielt, niemand zu Hause spielt. Man sollte eigentlich spielen, als ob es kein Publikum gäbe. Wow, was war das für ein Lag? Wow, 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 wow. Wieso hat gerade gelaggt? I have no plan. Sorry. Kein Kommentar, aber wirklich. Das war jetzt wirklich Anfängerfehler. Springen, wenn man schon sicher drauf ist. Ja, seht ihr, wie schwer das Spiel wird? Wartet nur auf Hell, also aufs vierte Kapitel. Das ist auch richtig schwer. Und das ist besonders schwer, weil
Soll ich es euch jetzt schon sagen? Nee. Ich kann nur einen Tipp geben. Es ist. Das sind die Dark Souls von zum Beispiel all 1, 2, 3, 1, 2 und 3 so schwer wie ein ganz normales Hell Level. Ja. Und da gibt es viele solche Level. Und das mag ich an Hell. Ich meine nicht den Namen, ich meine den Ort. Hell bedeutet ja Hölle. Und nicht Salzberg! Ich möchte euch eigentlich fragen, seid ihr Vegetarier oder so? Ich bin bescheuert! Nee, das wird mich echt interessieren. Was ist euer Lieblingsessen? Also ob es Fleisch ist oder so. Es gibt ja viele verschiedene Leute, Sorten von Leuten. Weil ich habe meine besten Freunde, muss ich echt sagen, die mag kein Fleisch. Deswegen werde ich niemals in ihrer Nähe Fleisch essen. Weil ich finde, das machen wir ja einfach zum Beispiel nicht. Ja, und sowas. Gibt's noch gute? Ja, ich selbst esse gerne Fleisch. Muss ich jetzt offen und ehrlich zugeben? Ich kann eigentlich ohne Fleisch nicht leben. Bestes Beispiel: England. Wir haben das fast nur vegetarisches Zeug bekommen. Das erste, was ich gesagt habe, als ich mein daheim war: Gebt mir Fleisch, ich habe Hunger. Nur auf Frische, Russisch halt. Komm schon, Midi. Midi! Die 8-Bit-Musik, Alter! Erinnert sich auch nicht an die alten Zeiten mit Tetris, Super Mario. Es gab's noch Pac-Man, Sonic, Mega Man, ja, Mega Man. Ah, das waren noch Zeiten mit solchen Spielen. Wieso fliege ich da zu weit? Mama, ihr könnt nicht mehr. Mama. Ah, komm schon. Weil ich nehme jetzt nochmal auf. Weil echt das ganze Woche nicht da bin und deswegen wird auch kein 4 erscheinen. Nur dass es alle wissen, die auch Super Meat Boy schauen und 4 schauen. Also bitte da nicht nachfragen, weil ich ja bin echt das ganze Wochenende ab morgen nur noch beschäftigt mit so einer Sache. Hier ist, da ist eine Bondage. Seht ihr die Bondage? Ei. Huhuhu. Ei. Ah. Ich muss sagen, diese Dark Souls habe ich noch nicht gemacht. Wie schon beim letzten Mal, beim Kapitel 2 gesagt. Ich habe nicht alle Dark Souls gemacht. Ah. Ha, eigentlich könnte man es so machen. Nein. Immer so punktuell machen. Zack. Ah. Hier unten muss ich durchrennen. Ich sag durchrennen, Meat Boy. Dann. Weil dann kann ich hier zum Beispiel so. Ach, da ist eine Plattform. Ja, das ist ja dann einfach, da durchzukommen. Okay, das wäre auch unfair, wenn da keine Plattform wäre. Ah, wieso springe ich da schon so früher? Da ist eine Plattform.
Ja, wieso läuft er nach links? Ah, okay. Muss ein bisschen weiter rennen. Ich hab's doch gerade schon geschafft. Ah, dann macht ich da so einen scheiß Punkt, okay. Boah. Ai, bitte. Nee, da muss ich da durchspringen. Ha ha ha! Deswegen kann man auch hier Bondage so leicht holen. Okay. Ah, komm schon, Meat Boy. Okay, jetzt habe ich eben die Bondage. Nein! Nein! Ja. Ja. Nein! Entschuldigung, ich bin ans Mikro gekommen. Ai, bedera, tu tabula. Ximena nudora. Ja, gleich. Kreissäge! Ah, Yomana. Es ist eigentlich immer Yomana. Ich habe keine Ahnung, was es bedeutet. Gibt es das Wort überhaupt? In irgendeiner Sprache? Wenn ja, bitte schreibt es mir, in welcher Sprache und was es bedeutet. Das würde mich jetzt wirklich interessieren, weil ich das sage ich momentan irgendwie immer. Seht ihr, wie schwer die Dark Souls sind? Die beste Nachricht, die ich von einem bekommen habe, zum Super Meat Boy. Wieso machst du alles auf 100%? Spielst doch einfach kurz nur in der Lichtwelt durch, dann bist du viel cooler.
Hallo? Weil ein Spiel ist dazu da, um das mal komplett durchspielt. Und da Super Meat Boy keine Schwierigkeitsstufen hat, muss er das Spiel natürlich auch 100% durch. Ah! Da fast fertig wieder. Wieso springt er nicht? Ja. Jetzt ist alles rot, man erkennt nicht, wo man abspringen muss. Zack und zack. Wieso springe ich da zu hoch? So ein Uhrenbock. Ich meine. Blubberbär. Wow, 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 das war knapp. Wieso springe ich da? Ich muss springen. Ah, oh, meine Hand tut schon ein bisschen weh. Ein Moment, ich muss meine linke Hand ein bisschen entspannen. Oh. Weil ganz in dieser Position drückt einfach nach einer Weile. Ja, falsch. Oh, ich weiß, es ist gerade eine kurze Pause gewesen, aber ich muss mich hier gerade konzentrieren. Also bitte nicht aufregen. Oh, dann wieder. Nein! Oh, wie bescheuert war ich. Danke. Oh. Ich muss so oder so runterrutschen, dass ich nicht so viel Anlauf habe. Dann kann ich gleich die Bonnet holen. Ah. Ah, come on! Come on! Oder ist hier der Commander eine bessere Wahl? Ich probier's mal mit einem Commander. Ah, ja, Männer. Ah, da kann ich durchgleiten. Ja, ja. Komm ich da durch? Weil Anfang muss man da durch. Hat man ja vorhin gesehen, ich wäre durch gewesen, aber dann haben mich hier die Steine gefehlt. Die Blöcke. Boah, da komme ich nicht mit Commander rüber. Josef! Ey, Josef! Josef springt zuerst. Ach, okay, dann kann man mit Josef. Ey, gotcha! Gotcha! Mit Josef können wir da unten durchladen. Sag ich dich. Okay.
Ich glaube, die Löcher waren dann sind nicht dazu gedacht, um die zu benutzen, wie ich es gemacht habe. Na, was mache ich eigentlich mit den Robocop da? Bah, nee, ich nehme Meat Boy. Ich will den guten Alten. Oh, doch drei Bondages! Habt ihr es gesehen? Habt ihr es gesehen? Da kriegen wir einen neuen. Ciao. Kappa dreht auf! Ah, jetzt haben wir die Bondage, aber kein Grade Plus. Ah, scheiße. Ja, und jetzt in Slow Motion, Alter.